So, hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Video dieser Reihe in Bezug auf die App zu dem Dragon Ball Super Trading Card Game. In den letzten drei Videos haben wir schon die anderen drei Tutorial Battles gemacht, wo mit Gogeta es am knappesten wurde, wo ich gedacht habe, ich verliere, weil ich einen kleinen doseligen Fehler gemacht habe. Wobei man aber auch sagen muss, dass der bisher echt, also der Gogeta, der schwerste von den Vieren war. Das kann sich natürlich mit dem King Vegeta noch ändern, weil ich jetzt zum allerersten Mal gegen den spiele. Der ist wohl jetzt auch relativ neu drin. Und wir schauen uns mal an und ich weiß auch gar nicht, mit welchem Deck wir jetzt spielen. Ob das jetzt wieder das Broly-Deck wird, weil die beiden Goku-Decks gespielt worden sind, oder ob das vielleicht ein völlig neues ist. Okay, es ist kein völlig neues, das ist schade. Also kämpfen wir jetzt gegen König Vegeta mit Super Saiyan God Goku. Okay. Dann wollen wir mal reinschauen. Ihr kennt das Spielchen ja. Erstmal 6 Karten ziehen, gucken, ob da was Brauchbares bei ist. Zack, neue Karten, super. Kann ich schon mal nicht viel mit anfangen. Also ich habe zumindest keine Einer, ich habe auch keinen Blocker dabei. Das ist natürlich schlecht. Die erste Runde, wenn ich dran bin, bin ich also ziemlich offen. Okay. Choose one card from your life into your hand. Und ich bin Alter. Wir machen das anders. Einen Moment. Wir unterbrechen das jetzt, weil das ist jetzt das, was ich eigentlich schon vorher machen wollte bei allen anderen Videos. Also, permanent Effekt. Man kann keine... Also, man kann keine Nicht-Saiyajin-Karten, also Kampfkarten, in das Deck tun. Also, es müssen alles Saiyajins sein. So, once per turn. Man nimmt eine Karte von dem Leben und tut sie in seiner Hand. Dann darf man die obersten 5 Karten sich angucken und eine rote oder grüne Saiyajin-Karte oder König Vegeta, was war denn nochmal? Ja, König Vegetas Dynastie unter diesen in seiner Hand tun. Und das Deck mischen. So. Awaken. Aha. Ah, wenn man eine König Vegeta Dynastie Karte in der Battle Area hat und 3 Karten in der Energie, kann man eine Karte ziehen, eine Karte in einen Active Modus switchen und diese Awaken. Also das hat diesmal rein gar nichts mit der Lebensenergie zu tun. Aha. Und was hat der hier? Wenn man, also einmal pro Zug, kann man eine rote oder grüne Saiyajin-Karte in der Battle Area von der Battle Area in den Drop werfen. Dann zieht man eine Karte und der Leader kriegt 5000 und Double Strike. Okay. Das zweite ist, nehme eine Battle-Karte von deiner Hand mit Energie von 2 oder weniger und spiele die mit den Skill. Ach so. Ah, nee, okay, andersrum. Man kann, also der zweite Effekt ist dann, man kann eine Battle-Karte aus der Hand, die 2 oder weniger kostet, dann ausspielen, ohne die Kosten zu zahlen. Dafür werden aber deren Skills nicht aktiviert. Und wenn man das macht, darf man noch eine Karte ziehen. Interessant. Das ist diesmal nicht an Lebensenergie gebunden. Mehr hat er nicht. Okay. Na gut. Mal gucken. Mal gucken. Klingt jetzt erstmal alles nicht so übergeil, aber wer weiß, was der vorstellt. So, jetzt kann ich leider nicht viel machen, außer angreifen. Das finde ich jetzt ein bisschen nervig. Aber gut. Was nicht, was nicht. Oder was kann, das kann. Wie auch immer. Alles klar, also wir lassen es erstmal bei den 10.000. Bei dem steht aber, wer hat denn überhaupt König Vegetas Dynastie? Dann die das alle? Nee, hier steht Saiyajin Saga. Da müssen das alles König Vegetas Familienmitglieder sein. Also Vegeta, König Vegeta, vielleicht noch Tabel. Sonst gibt es doch noch gar nichts mehr. Oder meinen die vielleicht auch Untergebene? Ich weiß es ja nicht.
Okay. Mein Gott, wie viel willst du denn noch in der Hand nehmen? Was ist das denn? Eine Feldkarte? Gut, gucken wir uns direkt mal an. Ah, das ist schon mal eine Multicolor-Karte. Also man braucht Energie, eine rote, eine grüne. Aha. Das ist also eine Feld... Energy Exhaust. Ich weiß, ich kenne das noch gar nicht. Ach so. Also wenn man die von... wenn man die von irgendeiner... von irgendeinem Areal in den Energie legt, dann muss man sie in den Rest-Modus packen. Dann hat sie wohl für diese Runde keine... kann sie nicht genutzt werden. Wenn this card is placed in a battle card... Oh. Also wenn man die in die Battle Area tut und hat König Vegeta als Leader, dann kann man eine Saiyajin-Karte mit Energie von 2 oder weniger ausspielen. Deren Effekte werden nicht nutzbar, aber dafür kann man 2 Karten ziehen. Und wenn ich angreifen würde, kann er eine rote Karte in seiner Energie-Area, in den Rest-Modus drehen. Oh. What? Achso. Ach, diese hatte gleichzeitig ein Negate. Also der zweite Effekt ist dann, wenn ich angreife, kann er eine rote Karte in seiner Energie-Area in den Rest-Modus drehen. Und diese Karte wird dann in seine Drop geschmissen und dadurch wird mein Angriff verhindert. Oder unterbrochen. Kann der irgendwas? Der hat nur kritisch, okay. 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 Boah, immer diese Karten mit diesen elendig langen Effekten. Nimm mich mal so hin. Klar, dass er damit angreift, aber nee, ich will aber keinen kritischen Schaden haben. Dann lege ich einen Goten und einen Trunks. Nur solange ich noch keine Blocker liegen habe. Ching, ching, ching. Ups. Okay. So, jetzt bin ich dran. Okay, dann gucken wir mal, was da so abgeht. Ich lege den als Energie. Bin mal so frei und lege 2 Blocker. Ach, scheiße, stimmt ja. Ich muss ja erst awaken sein. Ah, wie dumm. Habe ich vergessen. Ah, das ist natürlich viel. Also solange mein Leader nicht awakened ist, weil dann ist es, weil solange ist es kein Awaken Skill, dann kann der Arsch mir dauernd eine Energie, die ich drehe, in den Drop werfen. Heißt, der behindert mich im Grunde so, dass ich viel Energie aufbauen kann. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich richtig scheiße. Digging Deep Vegeta. Wenn diese Karte angreift, kannst du 2 Karten von deinem Leben in deine Hand packen. Wenn du nur eine nimmst, kannst du diese Karte in Aktivmodus drehen und sie kriegt 5000 dazu. Aber sie ist ja gerade nicht. Aber sie ist doch schon im Aktivmodus. Jetzt awake das eine. Aber wo steht denn hier? Wie geht das? Wenn you have King Vegeta, achso. Ja, okay. Alles gut. So, was macht er jetzt? Er gibt sich mehr und holt natürlich wieder eine Ranze raus. Scheiße.
Das wird aber übel, du. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Ja, das wird ein schönes Spielchen für mich, der. Also, nicht wirklich. Nee, kritisch kannst du vergessen. Das mag ich nicht. Ich will nicht kritisch Schaden kriegen. Ich dürfte eigentlich mit Vegeta wieder angreifen. Ja. Und wahrscheinlich jetzt mit König Vegeta. Das war ja schon mal eine miese Runde für mich, ne? Ach, jetzt macht er auch noch Double. Ach, fuck you. Okay. Ja, da lief ja schon mal sehr scheiße, ne? Jetzt habe ich schon 4 Leben verloren in einer Runde. Das ist ja richtig uncool. Uiuiuiui. Okay. Ach je, ach je, ach je. Awake die jetzt erstmal. Damit der Suffkopf wenn ich gleich wieder eine Energie klaut. Okay, was war er hier? Alina gegen Double Strike, okay. Aber dann benutzt er wahrscheinlich die hier, also bringt mir die Karte auch nichts. Scheiße, ey. Das ist eine richtige miese Kacke, ne? Na, boah, mein Gott. Jetzt wird er bestimmt alles legen und noch ein paar. Ach, das ist doch scheiße, das ist doch voll miese Kacke, ey. Oh Gott, das ist so kacke. Warte mal, jetzt hat er mir trotzdem eine weggenommen? Dann checke ich das mit dem Non-Awakened Skill nicht. Aber das war doch ein Awakened Skill, oder nicht? Oder muss da Awakened hinterstehen? Ach, das ist doch miese Scheiße. Ja, okay. Ja, dann ist Scheiße. Dann ist Scheiße. Okay, da muss ernsthaft in den Klammern Awaken stehen. Oh Gott, wie soll man denn gegen den gewinnen? Ja, okay. Aber dann lerne ich auch wieder was dazu. Dann ist es ja noch nicht mal ganz so schlimm, wenn ich verliere. Ja, irgendwie ist das aber, da fühl ich mich jetzt so, als hätte ich überhaupt gar keine Chance gegen den. Gar keine, noch nie eine gehabt.
Das ist ja echt mies. Ja, jetzt holt ihr den nächsten Vegeta raus. Fuck you, Vegeta. Ich mach jetzt einfach den hier. Okay, der ist schon mal geblockt. Aber ich glaube, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Ja, die Runde halte ich noch aus, aber... Die Frage ist halt... Naja, was soll ich danach machen? Meister Kaio! So, abgewehrt ist das hier mal. Ich glaube, eine Runde konnte ich noch auszögern, aber dann war es das auch. Ach herrje, was ist denn das für ein Scheißdeck? Ich kann nichts machen. Ich kann höchstens die legen und dann ist gut. Ja, war klar. Es war so klar, dass er die jetzt benutzen wird. Da bringt er nichts. Danke. Scheiße, ey. Wenn ich jetzt spiele, kann ich gleich nicht zweimal kontern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, überleben werde ich das, glaube ich, nicht. Aber ja, klar, dass der kritisch benutzt jetzt. Die kritischen, die blocke ich auf jeden Fall. Ach doch, ich werde da wohl überleben. Ich kriege ja Energie wieder zurück. Das ist kein einfaches Deck. Hm.
Also langsam geht mir das aber in der Reserve hocken auf den Sack, ey. Scheiße. Ist das ein mieses Deck. Hatte der jetzt Double Strike oder so? Jo. Er muss ich ja, sonst bin ich ja gleich platt. Eieiei. Ich bin auch voll am Arsch, ey. Hätte ich zumindest mal Double Strike. Dann würde ich das ja noch. Naja. Oh, darf schon eine Karte ziehen. Hätte ich nicht ohnehin schon keine Chance irgendwie. Boah, das ist mies, ey. Was willst du denn da auch machen? Mein Gott, du Behinderten. Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. Letzter Angriff. Ach, oder auch nicht. Ja, genau, ey, du Spacko. Alter, das ist doch mies, ey. Das ist doch einfach nur mies. Jetzt mal ernsthaft, wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Boah. Das ist ja schon fast ein Easy-Win-Deck. So, keine Ahnung. Also, ja, ne, mache ich jetzt nicht. Und dann kann ich, wenn ich Glück habe, nur einmal. Und dann Scheiße, ey. Oh Gott, ist das behindert, ey. Das ist unmöglich. Ich finde, das ist unmöglich. Ich habe dem nur so viel abgezogen, weil er sich selbst so viel genommen hat. Jetzt block ich. Oh Gott. Das hat sowieso keinen Sinn und Zweck. Das mache ich jetzt erstmal nur so. Tschüss, Piccolo! Ja, komm, jetzt übertreib mal, ey. Ich dachte jetzt, er wollte übertreiben, indem er noch seine restlichen 5-6 Karten legt. Wow. Ja, das war ja mal gar nichts, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Also das Deck ist ja so toll aufeinander abgestimmt. Was will man denn da mit einem Standard Goku Blue Deck machen, ey? Da muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal eine Arschweile spielen, bis ich das auch rausgekriegt habe. Boah. Spaßig war das jetzt nicht. Na gut. Ich würde dann jetzt hier erstmal die kleine Miniserie in Bezug auf das auf die App beenden, außer ihr wollt vielleicht noch die einzelnen Tutorial-Dinger durchgehen, dann müsst ihr nur sagen. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wie immer oben rechts ein Bildchen fürs Abo, links Random Video und eine Playlist. Lasst ein Like da, Glocke, bla bla. Schreibt einen Kommentar. Ich reime aber jetzt unabsichtlich. Wenn ihr irgendwas geändert, verbessert oder Vorschläge habt, bitte haut sie rein, weil wenn ihr nicht mit mir redet, können wir nichts zusammen ändern, ne? Ich sag mal, bis dahin und auf Wiedersehen.